Seid ihr wegen der Annonce hier, dann geht es euch genau wie mir. Für die Landesgartenschau bewerbe ich mich als Quotenfrau. Den Profigärtnern ohne Mist, den zeige ich, was eine Hake ist. Was bei RTL der Bohlen, das bin ich in Oelsnitz statt der Kohlen. Wer Pflanzgut will in Löcher stecken, den werde ich erst gründlich checken. Erklären Sie mir auf die Schnelle Ihre Eignung für die Stelle. Ich habe wunderschöne Beine, fast so wie die Fischerlehne. Bin unterarm nur zart behaart, so wie die Silvi van der Vaart. Und fühl mich lustig untenrum, fast so wie die Heidi Klum. Nur hab ich keinen Schlankheitswahn, so wie die Cindy aus Marzahn. Doch kann ich mit den Wimpern klimpern und wird mich auch nach oben pimpern. Den Profigärtnern ohne Mist, den zeig ich, was eine Hake ist. Wer Triebe will im Treibhaus treiben, der braucht ein Empfehlungsschreiben. Drum her mit Ihrem Lebenslauf. Infos brauche ich zuhauf. Wir sollten keine Daten tauschen. Die NSA könnte uns belauschen. Ob ich in der Nase bohr oder Schmalzhohl aus dem Ohr. Ob ich auf die Straße spucke, wie oft ich im Schritt mich jucke, weil ich Stuhl hab. Wer ich bin, steht doch alles bei Facebook drin. Mit wem ich mal im Bett gewesen, das könnt ihr bei Twitter lesen. Auf welchen Typ ich gerade stehe, das erfahrt ihr bei TC. Und bei YouTube ohne Mist zeige ich euch, was eine Hake ist. Ja, ja, das klingt ja alles ziemlich schön, doch will ich Blüten sprießen sehen. Da darf man keine Arbeit scheuen, ob Hacke, Wiesen, Dünger streuen. Und das alles geht nicht schief mit einem Facharbeiterbrief. Auf ein Zeugnis kannst du scheißen, das sieht man in Regierungskreisen. Mein rechter Platz ist leer, ich wünsche mir die Ursel her. Der gibt mir ein Schießgewehr, da wird sie Chefin von dem Heer. An der Spitze diese Puppe, da wird der Bund zur Ursel von der Leyen-Truppe. Den Feinden Deutschlands ohne Mist, dem zeigt sie, was eine Harte ist. Weil Sie gerade von Hake sprechen, auf Ihren Rechen warten Flächen, denn dort sollen Blumen wachsen für die Gartenschau in Sachsen. Jetzt mal eine Gegenfrage. Wenn ich auf dem Feld mich plage, zahlt ihr da wie Amazon oder habt ihr Mindestlohn? Also, wenn ich ehrlich bin, Schweizer Konto ist nichts drin. Auch für einen Porsche und dergleichen wird es sicherlich nicht reichen. Keine Meißner Kaffeekanne und auch keine Bischofspfanne. Alles, was Sie kriegen hier, liegt knapp über T-Arts 4. Komm, du greifst mir doch an die Platte. Das ist mehr, als ich vorher hatte. So viel Geld für wenig Spaß, dafür mäh ich gerne Gras. Den ganzen Grünschnitt ohne Mist, den zeig ich, was eine Hake ist. Ja, weil wir gerade von vorher reden, wo waren früher Sie denn jeden? Ich hab jeden Scheiß gemacht, sowohl bei Tag und auch bei Nacht. Ach, das war der helle Wahn, als Bremser bei der Bundesbahn. Ich schrieb die Gags für Markus Lanz. Ja, die war nicht gut so ganz. In Sochi, das war nicht ganz ohne. Da schoss ich mit der Schneekanone. Habe wieder bestem Wissen, auch beim ADAC beschissen. Für alles Schwarzer ihren Geiz trug ich Koffer in die Schweiz. Plante voller Größenwahn in Berlin eine Landebahn. Doch eins, das wäre mir zu fett. Knaben schauen im Internet.
solchen Leuten ohne Mist zeige ich, dass das eine Sense ist. Dem Hollywood-Star seine Villa, was ist dem Oelsnitzer sein Gradierwerk? Hauptsache es kostet richtig viel Geld. Liebe Freunde, ihr habt ihn sicherlich erkannt, unser Michael Ö. Arnold. Und bedanken wollen wir uns auch bei dem Verfasser dieser kritischen Zeilen, der aber sich nicht mehr hier auf die Showbühne gibt.